total großartig. Mach's halt kaputt. Sie ist frei. Und sie wird bemerkt werden. Du musst sie beschützen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Solange du das Toxin entfernst. Im Ruf der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rupfen Sie es raus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Batman ist hier. Umzingelt ihn, verhalt ihn! Twin Rattler getroffen. Halte den Kampf in der Nähe des Kirchhofs. Dort kann ich sie angreifen. Mamba getroffen. Batman hat ein Diamond Bag ausgeschaltet. So, haben wir uns ein paar Verbündete geholt. Robin könnten wir jetzt echt brauchen. In dem zweiten Batmobil oder sowas, ey, da ist. Bestätigt der Kontakt mit organischen Einheiten. Ivy hilft ihm noch immer. Schicken Sie mehr Drohnen. Ivy hat auf den falschen abgesetzt. Na, wir sind bei grünen Helikopter. Dragon zerstört! Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Ja, mach ich. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Sie darf ihre Rinde nicht verhärten, sonst schaffen wir das nie. Sie weiß wohl genau, wo sie uns treffen muss. Sieh mal, was ist das denn? Batman hat eine Drohne zerstört. Ich bin noch da. Drohne bezieht Position an der Flanke. Twin Rattler zerstört. So, das ist schwere Verluste beim Angriff auf Divinity. Keine Sorge, dieser Baum wird auch keinen Unterschied machen. Ivy ist nicht stark genug, um Gotham zu reinigen. So stark ist niemand. Ich glaube, er irrt sich da. Das wäre nämlich das erste Mal. Direkter Treffer, hier. Yeah. Ja, yeah. Wie sich freut. Drohne hält Position, unter Beschuss. Das waren aber immer nicht alle. Okay. Ach, das sind die von uns gesteuert gewesen. Oder? Ja, das war's. Er hat sie alle ausgelöscht, Sir. Wir brauchen mehr Panzer. Nein, jetzt kriegt das mit mir zu tun. Nö, langweilig. Batman, hör auf, den Helden zu spielen, zu glauben, du könntest was retten. Irgendwas. Oh, du hast noch einen Baum gefunden. Ich hab immer noch den Cloudburst. Willst du es beenden? Komm nach Bleak Island, dann ist es vorbei. Ich will eigentlich erstmal... Batman, ich habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Ich muss den Cloudburst finden. Er tötet meine Pflanzen. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Aber ich will doch nicht. Ich will hier Sachen. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Mann. Ich kann nicht. Ich kann nichts machen. Na gut, dann auf die Leine. Ich hoffe, das war's noch nicht. Ich hoffe, das ist noch nicht das Ende. Es hört sich stark danach an, aber ich hoffe, es ist es noch nicht. Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Ja. Alfred, was ist jetzt los? Heb die Brücken an. Er wird Bleak Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Batwing einen Scan vom Cloudburst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Nein, ich fange ihn ein. Brücken gehen hoch. Ich hoffe, es ist noch nicht das Ende. Das wäre echt enttäuschend. Dass es so schnell vorbei ist dann. Ja, so schnell stimmt nicht. Enttäuschend in dem Sinne, dass ich dann nicht alles machen kann. Ah, nein! Da ist er ja.
überall die Joker. Typen. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Muss vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Gotham ist erledigt. Jojo. Das ist der nächste Panzer. Wir haben eine Cobra verloren. Behalte Suchmuster dabei. Sieh dich um, Batman. Sieh nur, was du Gutes vollbracht hast. Das war auch nicht ich, das war auch doch du. Also wirklich. Beziehungsweise es war dein Herrscher. Dein Meister. Oder dein Partner, Treffer, keine Ahnung. Hinten. Schicke zwei Cobras dahin. Gottescan fast abgeschlossen. Fast. Heißt noch nicht. Na, der ist unter uns. Ah, da ist er. Doch nicht unter uns. Ich finde dich, Batman. Nicht da unten. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Dein Geleitschutz ist so gut wie aufgebraucht, Knight. Schütze den Cloudburst. Zieh dich zurück. Er kann mich nicht besiegen. Der Cloudburst ist zu mächtig. Technologie und so. Cobra verloren. Ich schicke Unterstützung aus. Was glaubst du, was du da tust? Ich bring den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will dich leiden sehen. Ich will dich nur tot sehen. Was zur Hölle ist denn sein Problem? Würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören und vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihre Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen orten können. Viel Glück, Sir. Juhu. Ich bin zu weit weg für den Scanner. Ich muss näher ran, ohne dass der Knight mich bemerkt. Das kann ja gut, das ist ja großartig. Das kann ja was werden. So, dann wollen wir mal. Ohne dass er uns bemerkt. Ich dachte schon, er hat uns bemerkt wegen dem roten Licht. Aber das ist unser eigenes. Hier funktioniert der Scanner nicht. Ich muss unbemerkt näher rankommen. Ja, warten wir noch kurz, bis er... Genau. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Das hält mich nicht auf! Das ist ja kein Problem. Ich meine, der ist eigentlich zu dick, um hier durchzukommen, oder? Doch nicht. Mit seinem klobigen Panzer, ey. Er versucht, den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Wenn du den Cloudburst willst, dann hol ihn dir. Aber ich bin doch schon da. Also, nicht ganz, aber du weißt schon, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich zu blöd dafür. So, dann wollen wir mal. Durchs Glas kann er uns ein Glück nicht scannen. Dafür ist es zu blöd. Um dich zu töten. Ah, jetzt packt er mehr Waffen aus. Ist interessant. Wieso nicht von Anfang an so viel? Ja, die Kamera ist irgendwie gerade blöd. Die Kamera ist gerade blöd.
Zeit. Er gehört mir. Und Batman gehört mir. Ja, wollen wir mal. Da hinten ist er wieder. Kommt auf uns zugefahren. Eigentlich ist der Knight nicht gerade intelligent und zu aufbrausend, um taktisch vorzugehen. Wir beide in einem Zweikampf. Darauf habe ich gewartet. Es ist ja schön, dass du gewartet hast. Dieser so Panzer dient nur deiner Vernichtung. Ach so, nicht deiner? Na gut. Scheiße. Scheiße! Bleib hier und stell dich! Nein, ich fahr mal wieder weg. Schäm ich dir später. Scheiße! Ich hab grad gedacht, da geht's wieder nicht durch. Hier lang. Scheiße. Der kann ja doch Gas geben. Ich hab gedacht, das wäre so ein großes, klobiges Ding. Nein, komm schon! Boah, ich mach die Kamera nicht. Ich mach die nicht. Kommst du nicht an? Vielleicht doch. Vielleicht der später. Der Cloudburst wird keinem weiteren Angriff widerstehen. Rückzug. Nein, bis zum bitteren Ende. Interessant. Der. Scheiße, jetzt habe ich ihn auch noch angelockt. Ach du Scheiße, toll. Ach, da ist raus, okay. Ey, Glück. Was für ein Fahrsinn. Quatschkopf. Greifen wir ihn mal von vorne an. Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Er hat's nicht gewinnt. Was ist denn hier gerade? Der kann rausgehen? Okay. Komm schon, steh auf. Ach komm, lass dich doch nicht beirren. Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Na? Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Ach nee, ey. Finde heraus, was Poison Ivy zugestoßen ist. Toll. Der Cloudburst war mein.
stärkste Waffe, mein Instrument der Angst. Dafür werde ich mich rächen. Bei dir und all deinen Freunden. Die Poison Ivy. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen. Das würde sie ja so oder so. So eine Scheiße, ey. Arkham Knight taucht bestimmt wieder auf. Ich würde mich überhaupt wundern, wenn er überhaupt drin saß. Er hat ja schon mal die Nummer abgezogen, dass er nicht im Panzer saß. Scheiß Scarecrow, scheiß Knight, alles scheiße. Ivy! Glück gehabt. Sir, die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Natürlich. Die Herausforderung entdeckt und neue Mission. Du glaubst wirklich, du hättest gewonnen, oder Batman? Noch nicht. Die Wahnvorstellung noch ein wenig. Der Arkham Knight mag panisch geflohen sein, aber seine Armee untersteht jetzt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für dein Versagen. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman und Gotham stirbt. Das werden wir ja mal sehen. Das werden wir noch sehen. Juhu, wir können tatsächlich nochmal... Ach, bin ich erleichtert, ey. Ich hatte wirklich Angst... Jetzt weiß ich auch, wozu der Kommunikationsraum ist. Ich hatte wirklich, wirklich Angst, dass wir jetzt nicht weitermachen können. Juhu, Alter. So, wir haben neue Herausforderungen, so. Hier, Stadthitze ZF, setze 3 verschiedene Ausrüstungsstücke in einem Gleitangriff ein. Ach du Scheiße. Und, unter dem fahlen Mondlicht. Locke einen Gegner mit dem Stimmensynthesizer an und schalte ihn aus. Hab ich doch schon mal getan, oder nicht? Ach nee, ich bin gestorben.
Gut, dann müssen wir das machen. Hier haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas. Bin mir nicht sicher. Großwildjäger, genau. Fahre einen beliebigen Batmobil, Sekundärbewaffnung ab Stufe 4 ab. Haben wir nicht. Und wir haben neue Mission, beziehungsweise wir haben keine neue Mission. Wir haben hier noch unentdeckte Sachen. Beziehungsweise, wir haben sie eigentlich erledigt. Hä? Was soll das? Und wir haben natürlich... Ich muss alle Riddler-Trophäen finden, um ihn hervorzulocken. Genau, das ist jetzt meine oberste Priorität. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das tut mir echt leid. Oh, bin ich erleichtert, ey. Ich hatte schon Angst, dass wir das Spiel jetzt durchspielen, dass ich nicht alles machen kann. Puh. Alter, bin ich erleichtert. Und ihr wahrscheinlich jetzt entsetzt, weil ihr euch schon gefreut habt. Ja, endlich die Story weiter. Ja, jetzt haben wir die Story weitergemacht. Jetzt kommen wir erstmal wieder die Trophäe. Angefangen mit der Trophäe, die wir von dem Luftschiff geworfen haben. Und dem Luftschiff Bravo muss ja auch noch eine sein. Ein zerstörbares Objekt. Ja, lösen sich die... Die Pollen lösen sich auch irgendwann wieder auf, oder? Ich sehe schon. Da hat sich Ivy geopfert, um die Menschheit, um die Menschen von Gotham zu retten. Ja, Pollen. Hat sich Ivy geopfert. Ivy, die immer sagt, die Menschheit muss sterben, damit die Pflanzen überleben können. Hat wohl am Ende doch noch erkannt, dass auch die Menschheit ein Teil der Natur ist. Oder es war tatsächlich eine Tat des Dienstes. Ivy hat Gotham gerettet. Opferin. Eine Tat des Egoismus. In dem Sinne, dass sie einfach nur ihre Pflanzen retten will und das ja nicht geht, wenn Gotham nicht mehr existiert. Ich meine, werden ja nicht nur Menschen gestorben, werden auch alle Pflanzen in Gotham gestorben. Noch 50 Rätsel zu lösen. Ein guter Zeitpunkt zum Aufgeben. Ich werde dich nicht geringer schätzen, wenn du den Schwanz einziehst, Batman. Denn sie geringer geht gar nicht. Gar nicht. War das gerade... Hat der gerade... Oh Gott, der hat gerade einen Penis jetzt gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Ah ja, die komische Drohne steht da ja immer noch rum. Sieh dir die lassen, das hätten sie ja nicht rauslassen. Da braucht es mehr als Waynes Millionen, um das wieder hinzulegen. Also eigentlich ist es ganz in Ordnung hier. Klar, die Pflanze muss noch ewig werden, aber ohne Ivy ist ja auch keine Bedrohung. Wobei, die Pflanze können wir auch eigentlich da lassen. Oh. Wir müssen die Pflanzen ja nicht zerstören. Wir können sie auch Ivy. Nur gut, dass wir von der Straße weg waren, bevor lassen. Der Mist freigesetzt wurde. So. Serpent offline! Ja! Existiert noch der Kommandant. So, hier ist noch ein zerstörbares Objekt irgendwo. Oder? Das war hier, oder? Da reingucken. Guck da vorne. Da, guck mal einer an. Da sind Insekten vom Scarecrow. Wundert mich so ein bisschen, dass die noch überlebt haben. Die müssten eigentlich auch rausgeschleudert werden. Naja. Gut. Damit hätten wir sie alle auf dem Luftschiffen. Ja, wenn wir nicht noch irgendwo so einen Riddler-Typen treffen, haben wir sie alle auf den Luftschiffen. Dann jetzt hier da unten. Ne? Das muss jetzt einfach sein. Da führt kein Weg voran vorbei. Ich werde wahrscheinlich die Laufwege also meinen wieder beschneiden. Ihr kennt sie ja unterdessen. Obwohl unterdessen, ja, also so kam ja bei den Kommentaren auch positiv an, dass ich die... Dass ich die ganzen Laufwege zu den Trophäen und wie ich die löse und sowas, also wo es nicht zu lange dauert, dass ich es einfach so mache. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte. Ja, beim Two-Face ist ja immer alles 50-50. Aber irgendwie war es klar, dass wir hier nochmal dass es noch weitergeht nach der Szene, gerade eben nach der Mission. Ich meine, wie sonst sollen wir mit dem Batmobil hier rein? Dann.
So, die auch. Die nächste ist hier. Ich mache das im Kreis jetzt. Das geht am schnellsten. Dann werden die Ritter-Trophäe auch gesammelt. Auf zum nächsten zerstörbaren Objekt. Da brauchen wir das Batmobil für. Komm, Batmobil. Da oben hängt es dran. Wer hat denn das da oben befestigt? So. Nächste Ritter-Trophäe. Wie machen wir diese auf? Ist hier hinter irgendwas? Oder hier oben drin? Ach nee, 3, 2, 5, 8, 2, 1, 3, 6. 2, 3, 2, 5, 8, 2, 1, 3, 6. Okay, Wir fahren ein Rennen, Detektiv, und dein Gegner ist meine Rundenzeit, die dir davonrasen. Nö. Ja. Volle Sekunden verloren. Pass auf, es ist weg. So. Die wäre geschafft auf zum Rätsel und zum zerstörbaren Objekt. Oder? Oder am Container, einfach nur am Container. Langweilig. So. Löse die Rätsel in Scarecrows Versteck, Batman. Im Gegensatz zu seinen Machenschaften sind meine Rätsel schon kaputt. Kein Objekt geortet. Was ist denn das hier? Weit entfernt zockt dieser Rohling, nun ernüchtert, ohne sein Hab und Gut, ist er geflüchtet. Ist doch er hier, oder? Weit entfernt hockt dieser Rohling. Ohne sein Hab und Gut ist er geflüchtet. Weit entfernt. Sionis! Sionis! Ganz klar. Kein Objekt geortet als Black Mask. Kein Objekt geortet. Hallo, Sionis! Nein? Schade. Sionis? Nein? Ist hier irgendwo eine schwarze Maske oder sowas? In dem Container vielleicht. Santa Prisca. Bane? Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Was? Moin mal. Das ist ein Badloading. Santa Prisca ist doch Bane, oder nicht? Ja, Bane. Aber warum ist dein Zeugs hier? Heimkehr. 254 Tage, 17 Stunden und 9 Minuten. Es schien mir ein ganzes Leben, doch immer noch gelüstet es ihm. Jeder wache Augenblick eine Willensprobe. Er wusste, dass er niemals wirklich frei von seinen Verlangen sein würde, doch zumindest hat er einen Weg gefunden, all diesen Schmerz auf etwas Produktives zu fokussieren. Etwas Erstrebenswertes. Als er nach seinem Zusammenstoß mit Batman in Arkham City nach Santa Prisca zurückgekehrt war, war er ein gebrochener und verzweifelter Mann. Er suchte nach Trost, einem Neuanfang, einem Weg, die Albträume zu bannen. Als er in den Slums seines Heimatlandes ankam, verblutete dort ein kleiner Junge mitten auf der Straße, von einer Kugel getroffen, während seine Mutter an seiner Seite kauerte und schluchzte. In diesem Moment erkannte Bane den wahren Grund für seine Rückkehr. Hinter dem schönen Schein der Luxushotels und Wellness-Tempels war Santa Prisca eine Brutstätte der Korruption, in der grausame Kartelle, angeführt von Drogenbaronen auf Venom, in einem blutigen Regierkampf verstrickt waren, der von allem die
der vor allem die Unschuldigen das Leben kostete. Vane hatte ganz unten angefangen und sich nach oben durchgearbeitet. Nun, als die Sonne den Horizont blutrot färbte, begutachtete er die Früchte seiner harten Arbeit. 12 abgetrennte Köpfe in die verschiedensten Stufen des Zerfalls säumten den Sandstrand, die 12 mächtigsten Drogenbarone der Insel. Seine Arbeit war fast getan. Ein Ziel blieb übrig. Venadura, die Steinfeste, in der er geboren, aufgezogen, für immer verderbt worden war. Die Zeit war gekommen, alles einzureißen. Dann räumt Bane jetzt also auf, ha? Gefällt mir. Hat sich ein Beispiel an Batman genommen, ist nur ein wenig brutaler. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Arkham Knight taucht wieder auf. Der ist nicht geflohen, der zieht sich zurück und schlägt zu. Bei so einem Hass auf Batman. Nee, der taucht wieder auf. Garantiert. Er hält uns die ganze Nacht Vorträge über diese Werbetafeln, aber warnen tut er uns nicht? Nein, warum auch? Ja, da marschiert mal meine kleinen Sklaven. Der Arkham Knight ist weg. Auch nur so ein Aufschneider. Ha. Ja, das war dann alle. Ich habe keine mehr auf der Karte. Aber das waren noch nicht alle, oder? Ich meine, da fehlen noch 40. Alter, 42 fehlen noch. Alter, was? Ich kann Nigma nicht auf freiem Fuß lassen. Ich hole mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitter.